Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, ich war wieder am Ausschau halten nach Transmog. Viel ist es ja nicht mehr, was ich mir jetzt mal kaufen möchte. Können mal reingucken. Ich brauche jetzt noch zwei Items oder nee, drei Items aus dem Classic-Bereich. Die sind aber leider alle relativ teuer. Ihr seht hier eine Million Gold zeigt er an, 2,7 Millionen, 1,4 Millionen und das sind die EU-Durchschnittspreise. Und es gibt auch leider nicht sonderlich viele von diesen Items, die insgesamt im Auktionshaus sind. Jetzt mal reingucken, ich weiß gar nicht, ob die Schultern gerade hier auf Antonidas drin sind. Können wir mal gucken, die würde ich nämlich unter anderem auch noch brauchen. Ja, für eine Million Gold ist es mir im Moment ein bisschen zu teuer. Und dann sind es jetzt noch ein, zwei andere Sachen, und zwar hier die Hosen in Antorus, die ich jetzt übrigens aufgetan habe, kann ich euch gleich mal zeigen. Und dann haben wir jetzt hier noch die Schildhand aus Nyalotha Mythic. Das letzte, was wir haben, ist einmal dann hier noch unter Berufe, und zwar Angeln, genau, der Staubbringer. Und ja, da diese Sachen sehr teuer sind, beziehungsweise sehr, sehr selten, habe ich jetzt mal begonnen, EU-weit nachzusuchen. Da gibt es so eine nette Seite, wo man da gucken kann. Und zwar schimpft sich die Undermine Journal. Da kann ich jetzt euch mal kurz was zeigen. Zum Beispiel hier. Da haben wir das Undermine Journal und dann habe ich einfach den Hammer zum Beispiel eingeben, Vorschlaghammer, und dann zeigt er mir an, auf welchem Servern der für was für einen Preis drin ist. Hier zum Beispiel auf Stormscale gibt es für 980.000, hier haben wir einen für 3.660.000 und so weiter. Also da kann man immer ganz gut gucken und auch so, wie die Preise die letzten Tage waren. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, kann man viele Items dann suchen, die man vielleicht haben möchte. Und dann habe ich mir jetzt über den WoW Market, das ist eine Discord-Seite, ein bisschen Gold traden lassen und habe hier nämlich relativ günstig diese Hosen aufgetan, die ich noch brauche. Das sind das letzte Item aus Antorus und die habe ich jetzt hier für 40k gefunden, habe 10.000 Gebühr quasi gezahlt fürs traden hier auf den Server, also 50k gezahlt, aber auf Antonidas und den anderen Servern, wo ich unterwegs bin, sind die nie drin oder dann für über 200.000, und dann zahle ich lieber insgesamt 50.000, hab sie sofort, als dass ich auf einem anderen Server über 100, 200.000 für zahle. Also damit kommt man teilweise besser weg, obwohl man dann noch eine Gebühr hat, indem man quasi so ein bisschen auf mehr Servern so, guckt. Ich habe jetzt hier das Ganze auf einem französischen Server gefunden, und zwar Isondre, und ich würde sagen, wir lernen die jetzt mal, dann müssten nämlich die Hosen zumindest schon mal weg sein. So, Hosen haben wir. Ich verkaufe die jetzt noch zur Sicherheit und dann wird nämlich der Char auch wieder gelöscht, weil ich doch ein bisschen knapp mit Char-Slots bin. So, den können wir einmal löschen. Transmog lernt man übrigens komplett auf dem Account, auch wenn der Char dann gelöscht ist, behält man es. Das habe ich nämlich schon mal getestet mit den TCG-Mounts, beziehungsweise, ja, mit Sachen aus dem Black Market, weil da hat man dann ja auch teilweise die Geschichte, dass man auf andere Server muss und dementsprechend hat man dann irgendwann zu viele Chars, ne? Man kann die löschen, das ist gar kein Stress. Gut, jetzt locken wir auf die Aldo ein, da habe ich mir nämlich auch nochmal Gold traden lassen. Jetzt müsste das ja hier eigentlich raus sein, leechen. Genau, seht ihr, jetzt ist hier quasi Antorus, der brennende Thron, raus. Haben wir das schon mal abgehakt. Dann sind es jetzt eigentlich bloß noch 3, 4, 5 Items, die ich mir hier holen möchte. Theoretisch gibt es noch ein paar andere. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, gibt es auch immer noch Items, die vom Game removed wurden. Die werden natürlich auch nicht, die werden hier nicht angezeigt, weil die da rausgefiltert sind. Die könnte man sich auch noch kaufen. Die sind aber auch relativ teuer. Also wenn wir hier gucken, da fängt es ab 186.000 an und geht hier hoch. Ich habe gesehen, auf Equin sind einige drin, so 10, 15 Stück, die ich holen könnte, aber da kosten die Dinger ein paar Millionen Gold. Und da könnte man auch mal gucken, beim anderen Journal quasi, wo sind diese Items noch günstiger, auf welchem Server, und die aufkaufen, aber das sind halt alles nur Sachen, die halt ja, wahrscheinlich übrig geblieben sind vor dem Revamp, der mit Cutter kam. Da hat man ja die komplette Spielwelt geändert und einige Items konnte man jetzt halt dann seitdem her nicht mehr erfarmen und dementsprechend sind die relativ teuer, wenn man sowas noch hat. Also schaut mal auf eure Bank, vielleicht habt ihr da noch irgendwelche alten Items, könnte sich auf jeden Fall für euch lohnen. So, ich habe jetzt hier auf die Aldor mir auch nochmal Gold rüber traden lassen, und zwar
100k. Und diesmal habe ich sogar einen gefunden, der wollte unbedingt Gold of Antonidas haben und wollte das hier loswerden. Und haben wir ohne Gebühr gehandelt. Und ihr seht, ich habe einmal hier eine Tunika. Das ist auch ein Item, das ja rausgenommen wurde. Hier für, was haben wir es gekauft? 60.000. Genau. Und dann haben wir noch die Schultern, die wir vorhin auch noch geguckt hatten, aus Scholomisten-Design. Und die haben wir für 37k gekauft. Also knappe 100k, die beiden Items. Ein bisschen was ist nur über. Sehr schön, dass ich keine Gebühr zahlen musste. Die lernen wir jetzt auch mal. Nummer 1 und Nummer 2. Heißt, wir sind jetzt vom Counter bei etwa 150.000, die wir rausgehauen haben. Und jetzt seht ihr hier bei Classic ist nur noch Uldaman drin, was eine schicke Sache ist. Jetzt sind es quasi noch zwei Items. Die Schildhand, da warte ich noch ein bisschen ab, bis die günstiger wird, ne? Also hier die Preise, die da dran stehen, sind falsch, weil das ist für die NHC oder die LFR-Schildhand. Das checkt das Addon irgendwie nicht gleich. Wenn das das gleiche Item ist mit verschiedenen Item-Level, dann kommt es durcheinander. Oder ich bin auch schon durcheinander gekommen. Übrigens, ich habe ja letztes Mal die einen Schultern versehentlich, ich glaube, auf Blackmoor für, oder war es auf Erida? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ein Horden-Server für 150 gekauft. Mich hat einer angeschrieben, ob ich es ihm für 250 verkaufe. Vielleicht mache ich da sogar noch Gewinn. Oder 250 verkaufe. Vielleicht mache ich da sogar noch Gewinn. Ich weiß nicht, oder vielleicht schollt er mich auch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. So, und das letzte Item, den Staubbringer, ne? Also, jetzt sind es noch vier teure Items, aber das sind halt die sehr, sehr seltenen tatsächlich. Also, da muss ich gucken. So, was ich jetzt aber noch machen will, bevor wir den Char hier löschen, dachte ich mir, die restlichen 2000 geben wir noch aus. Und zwar gehen wir jetzt mal hier bei Waffen nur verwendbar rein. Ich habe gesehen, man kann jetzt hier so zwei Transmog, könnte ich mir jetzt auch noch kaufen. Und die 2000 Gold ausgeben, mal gucken, wie viele Transmog-Items ich mir theoretisch kaufen kann. Ah ja, gut, okay, das war das Gleiche. Weil es gibt ja auch so zwei Transmog. Ah, wir müssen hier nur verwendbar reinmachen, den man auch als Transmog lernen kann. Der zählt dann quasi auch als Item mehr hoch. Jetzt im Hinblick auf Data for Azeroth ist das vielleicht ganz praktisch. Oh, hier ist ein Haufen Stuff drin. Komm, wir kaufen uns jetzt einfach mal ein paar Sachen. Dann können wir unseren Transmog-Counter ein bisschen erhöhen. Die Vorlagen an sich habe ich natürlich schon, ne? Also wenn ich die Vorlage habe, dann ist der Haken dran. Und das ist halt nur das, ja, für das explizite Item, ne? Die Geschichte. Das Problem ist, es hier so ein bisschen raufzukaufen, finde ich ein bisschen nervig, weil du jedes Mal komplett durchscrollen musst. Den Helm haben wir, glaube, oder was ist denn das? Das ist kein Helm, das ist eine Schildwaffe. Ist ein bisschen nervig, weil ich dann jedes Mal wieder runterscrollen muss. Da müsste ich mir eventuell mal noch ein Add-on für holen. Das wäre zumindest ganz praktisch. Komm, kaufen wir die Waffe noch. Was haben wir dann noch? Wir haben jetzt. Okay, wir haben noch 2k. Wir haben jetzt gerade mal ein paar hundert ausgegeben. Den Schädel haben wir schon. Ja, komm, den Dolch kaufen wir noch. Irgendwann will ich nämlich anfangen, auf Data for Azeroth mal meinen Counter ein bisschen zu erhöhen. Und dann dachte ich mir, komm, bevor wir das jetzt löschen, also mit 2000 Gold, brauche ich jetzt nicht anfangen, das zurückzutauschen. Das versuchen wir jetzt halt auszugeben für irgendeinen Schmarrn, den wir hier noch haben. Und ja, dann gucken wir mal, wie viele Items man kriegt. Oh, warte mal, jetzt sind wir ein bisschen weit. Das hier können wir auch noch nehmen, 150. Jetzt lernen wir den das Ganze mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, übrigens, wenn irgendeiner von euch einen Add-on hat, wo man sich auch dieses Zweit-Transmog kaufen kann, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Denn dahingehend wollte ich eigentlich irgendwann mal anfangen, das ganze günstige Zeug zumindest zu kaufen. Wisst ihr jetzt, also jetzt nicht für ein paar tausend, sondern aber halt so ein bisschen die Masse für so unter 1000 Gold, denke ich mal, kann man schon machen. Ja. So, jetzt haben wir hier das ganze Zeug gekauft. Wir haben noch 1700 Gold. Die hauen wir jetzt. Oh, das ist nur zum Bieten. Okay, das wollen wir nicht. Der Char wird nämlich gelöscht. Also Bieten ist eher suboptimal. Das hier kann ich noch kaufen für 40 Gold. So, dann haben wir hier noch was für 75. Also ihr seht schon, wir geben hier das Gold bis zum letzten bisschen aus. Das können wir noch kaufen. Dann schauen wir mal, was haben wir hier noch so. Oh, nee, da haben wir uns verguckt. Hier, den hier kaufen wir 300 Gold. Jetzt wird es dann ein bisschen teurer so langsam. Jetzt schauen wir mal, was haben wir da noch so. Hier haben wir noch was für 150. Das wird eingetütet. Oh, interner Auktionshausfehler. Das hört sich nicht so gut an.
haben wir denn jetzt noch? Knappe 1000 Gold. Ja gut, aber jetzt haben wir wahrscheinlich nur noch Sachen, die wahrscheinlich gut über 100 kosten. Jetzt gucken wir mal. Oder warte mal, da haben wir eins übersehen. Den kaufen wir noch. 6, 67. Dass keiner sagt, dass wir nicht genau das Gold ausgegeben haben. Hier haben wir noch ein Item. 170. Vielleicht müsste ich auf zurückgehen, ne? Vielleicht ist das auch das Problem. Hier haben wir nochmal eins für 300. Da haben wir noch einen Kolben für 200. Der wird eingesackt. So, jetzt haben wir noch 300 Gold, theoretisch offen. Was haben wir hier noch? Ah ne, den haben wir schon gekauft, ne? Jetzt tun wir erstmal die nochmal lernen. Einen Kolben. Einen Dolch. Und dann haben wir noch einen Streitkolben. Oh, ich hätte den Sound nicht so laut machen sollen, ne? So langsam fliegen mir auch die Ohren weg. Gut, nur verwendbar. 333 Gold haben wir noch. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Hier 250, das können wir noch kaufen. Jetzt haben wir noch 83. Jetzt schauen wir an. Hier 200, das ist ein bisschen teuer. Haben wir noch irgendwas Günstiges hier? 90. Den hier kann ich mir noch kaufen. Den hatten wir anscheinend übersehen. Okay, jetzt haben wir noch 2 Gold. Okay, ich glaube, die 2 Gold, die können wir dann liegen lassen. Das hauen wir jetzt mal alles weg. Mal gucken, vielleicht können wir uns doch noch eins kaufen. Jetzt wird hier bis zum letzten ausgereizt. 99, das war sogar alles gar nicht so schlecht was wert. Jetzt schauen wir mal. Eine Waffe für 99 Gold. Da war doch hinten irgendwas drin. Irgendwo war doch hier noch eine Waffe. Shit, da ist anscheinend doch keine Waffe mehr. Warte, dann kaufen wir uns ein Rüstungsteil. Hier ein Hemd für 2 Gold haben wir noch drin. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir noch gehen können. Hier, ach nee, das ist Stoff. Ups. Leder. Hier können wir uns Handgelenke kaufen. 9 Gold Handgelenke. Da sind noch Handgelenke für 5 Gold. Schauen wir mal, haben wir hier noch was? 10 Gold Handgelenke. Da geht was. So. Also ich denke mal, für den Transmog-Counter an sich, ne, könnte man halt schon relativ weit. Oh, das waren die gleichen anscheinend. Könnte man schon relativ weit kommen, wenn man sich einfach nur dieses günstige 2-Transmog holt, ne? Jetzt schauen wir mal, was haben wir da noch so drin? Hier Füße für 18. Hier Handgelenke für 9 Gold. Perfekt. Da noch. Die habe ich schon gekauft. Hier, Hände für 20. Oh, jetzt wird es dann echt eng. 25 haben wir noch. Das haben wir schon geholt. Ich glaube, den Gürtel, ne? Den können wir noch kaufen. Und dann ist aber definitiv Feierabend. Aber das waren jetzt bestimmt so 20, 30 Transmog-Sachen, die ich mir noch holen konnte. Gut, die Vorlagen, wie gesagt, hatte ich schon alle. Aber halt für die pure Anzahl an Transmog dürfte das mit hochzählen. Okay, gut. Dann löschen wir mal meine 2 Chars hier. Die müssen nämlich weg. Und dann sind wir eigentlich durch. Ich werde jetzt. Warte, den löschen wir. Ich werde jetzt wieder ein bisschen Ausschau halten. Ob ich die nächsten Tage vielleicht nochmal ein bisschen was finde. Ich habe schon mal geguckt, ne? Der Vorschlaghammer für knappe 900.000 ist mir tatsächlich ein bisschen zu teuer. Aber. Moment, wo ist der? Habe ich den schon gelöscht? Auf den französischen? Ah, anscheinend habe ich den schon gelöscht, schon wieder vergessen. Okay, gut, das war es eigentlich dann mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Waste of Money Video. Eutela, bis dann. Ciao.